Falls du noch auf der Suche bist nach einer passenden Winterjacke, dann solltest du heute auf jeden Fall die Ohren spitzen, denn heute stelle ich euch ein paar Top-Marken vor für Winterjacken. Wie der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat, ich habe wirklich viele Winterjacken anprobiert und getestet und heute möchte ich euch einfach mal ein paar Top-Marken vorstellen, von denen ich persönlich mir eine Winterjacke kaufen würde. Somit gibt es heute Winterjacken-Inspirationen und ich hoffe, ich kann euch so weit inspirieren, dass ihr am Ende des Tages auch eine passende Winterjacke für euch findet. Starten möchte ich mit einer Marke aus Deutschland und zwar aus Metzingen, von der ich heute auch einen Pulli anhabe und zwar mit Hugo. Hugo ist jetzt nicht unbedingt bekannt für Winterjacken, aber ich habe schon oft für Hugo gearbeitet und deshalb auch schon ganz viele Klamotten von Hugo angehabt. Und die Klamotten passen mir und ich finde die Marke auch einfach grundsätzlich cool. Die haben in dieser Winterkollektion wirklich auch ein paar richtig coole Pieces mit dabei, von Pilotenjacke über Parka bis hin zu so einer leichten Winterjacke mit Steppenmuster. Also da ist wirklich einiges Cooles mit dabei. Springen wir von Metzingen nach Kanada und zwar zu der Marke, die damit wirbt, die wärmste Jacke der Welt zu haben und zwar zu Canada Goose. Canada Goose ist bekannt für seine richtig gut verarbeiteten Parka, die wirklich richtig gut warm halten. Falls du also mal auf die Antarktis möchtest und deine Expedition machen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall mal bei Canada Goose vorbeischauen, denn die wärmste Jacke der Welt sollte natürlich da nicht fehlen. Grundsätzlich ist die wärmste Jacke der Welt wahrscheinlich nicht so alltagstauglich, nichtsdestotrotz hat Canada Goose wirklich richtig gut verarbeitete Parka und ist damit auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Springen wir von Kanada zurück nach Italien und zwar zu der Marke, die eine richtig gute Alternative zu Canada Goose ist, zu Parajumpers. Parajumpers ist wirklich eine Top-Alternative zu Canada Goose, weil man hier einfach nicht ganz so tief in die Tasche greifen muss für einen qualitativ hochwertigen Parka. Und Parajumpers hat auch ein Top-Portfolio, egal ob es Parka sind, ob es Puffer-Jackets sind oder multifunktionelle Jacken. Also das ist wirklich eine Top-Alternative zu Canada Goose. Von Italien wandern wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter nach oben, nach Dänemark und zwar zu der Marke Reigns. Reigns lässt sich logischerweise einfach ableiten vom Namen Rain, also von Regen, und die Marke produziert wasserabweisende Produkte. Dem einen oder anderen mag die Marke vielleicht schon ein Begriff sein, von den minimalistischen, clean, einfachen Rucksäcken, die wasserabweisend sind, oder von den Regenjacken. Ich persönlich wusste aber gar nicht, dass die auch Winterjacken produzieren. Und ich bin einfach mal hier in den Store in Berlin rein und habe ein paar Winterjacken ausprobiert. Und Leute, ich muss sagen, ich war wirklich sehr positiv überrascht. Denn die stellen nicht nur Jacken her, die top wasser- und windabweisend sind, sondern die Winterjacken von denen waren wirklich auch von der Top-Qualität, halten super warm. Also falls du auf der Suche bist nach einer minimalistischen Winterjacke, die wirklich auch qualitativ hochwertig ist, bist du da sehr gut bedient. Von Dänemark wandern wir weiter nach Russland. Zu der Marke Krakatau. Ich bin auf die Marke im Jahr 2018 aufmerksam geworden, weil ich selber eine Winterjacke gesucht habe. Und was die Dänen super können in puncto wasserabweisend und windabweisend, können die Russen top zum Thema kälteabweisend. Ich bin mega überzeugt von der Marke. Ich habe mittlerweile sogar zwei Winterjacken von der Marke Krakatau. Ich war auch vor kurzem im Store bei denen in Amsterdam und ich muss sagen, die stellen wirklich top Winterjacken her. Also Leute, wenn ich mir schon zwei Jacken kaufe von der Marke, dann hat das auf jeden Fall was zu heißen. Also die Marke hat definitiv überzeugt in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis, in puncto Qualität, in puncto kälteabweisend und auch in puncto Style. Also ich wurde auch schon etliche Male darauf angesprochen, von welcher Marke die Jacke kommt. Also ich kann euch sagen, das ist mein absoluter Geheimtipp, wenn es um das Thema Winterjacken geht. Und außerdem ist es bei Krakatau auch so, dass sie sich wirklich auf Winterjacken fokussiert haben. Also da bekommt ihr wirklich eine Top-Winterjacke. Von den Ruskis fliegen wir zurück nach Europa zu unseren Freunden und Nachbarn aus Holland, zu den Käsekippen und zwar zu der Marke Suit Supply. Wenn du auf der Suche bist nach einem richtig schönen, eleganten, hochwertigen Mantel für den Winter, dann empfehle ich dir definitiv mal bei Suit Supply vorbeizuschauen. Die machen nicht nur vom Preis-Leistungs-Verhältnis und von der Qualität her Top-Anzüge, sondern auch die Mäntel waren wirklich top, die ich da anprobiert habe. Also ich bin da auch noch mal kurz rein, habe mich noch mal davon überzeugt. Also wenn ich mir persönlich jetzt noch einen Wintermantel kaufen werde, dann wird es einer von Suit Supply sein. Und was man bei Suit Supply einfach noch mal positiv hervorheben muss, ist, dass man nicht nur eine mega gute Qualität her hat, von den Stoffen her, sondern auch, dass du dir die Mäntel custom-made anpassen lassen kannst. Heißt, du kannst dir einen Mantel aussuchen und der wird dann auf deine Bedürfnisse, auf deinen Körperbau angepasst, was natürlich ein absoluter Vorteil ist im Vergleich zu Stangenware. So, und von Holland fliegen wir jetzt noch ganz kurz in Spanien vorbei und zwar zu Zara. Zara hat in diesem Winter, in dieser Kollektion, definitiv eine gute und große Auswahl an Pilotenjacken. Also falls du auf der Suche bist nach einer Pilotenjacke für den Winter, die von innen auch richtig schön gefüttert ist, dann solltest du definitiv einfach mal bei Zara vorbeischauen. Und wie man das von Zara kennt, ist das Ganze natürlich auch definitiv erschwinglich. Also falls du auf der Suche bist, schau nach Pilotenjacken bei Zara. So Leute, das waren meine Top-Empfehlungen zum Thema Winterjacken. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare rein, welche euch da draußen persönlich am besten gefallen haben. Und ich habe euch unten in der Infobox auch auf jeden Fall noch ein paar Winterjacken verlinkt. Schaut da gerne mal rein. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video heute ein bisschen Inspiration bieten und wünsche euch ganz viel Erfolg beim Kauf der richtigen Winterjacke.